ich war relativ oft in Mainz in dieser Saison und war vor wenigen Stunden in der PK der Mainzer. Da hat der Jan Moritz Lichte gesagt, die schönen Erinnerungen, die die Mainzer an die letzten zwei Spiele gegen Bremen haben, also einmal dieses 5:0 vor genau einem Jahr, aber auch das 3:1, würde überhaupt keine Rolle in der Vorbereitung spielen. Man würde auch nicht die Videos zeigen, man würde auch nicht daran erinnern, weil nämlich Werder Bremen eine andere Spielweise hätte, sehr tief stehen würde und das wäre nicht hilfreich, sich daran zu erinnern. Kofeld, was sagen Sie denn dazu? Verzichten Sie auch auf diese Spiele, weil sie einfach schlecht ausgegangen sind oder würden Sie auch bestätigen, dass die Vergangenheit in diesem Fall einfach gar keine Rolle mehr spielt jetzt? Hallo nach Frankfurt. Ich würde schon sagen, dass diese Spiele anders, als ich es sonst sehr häufig sage, natürlich, also falsch, also erstmal taktisch spielen sie mit Sicherheit nicht mehr wirklich eine Rolle, das muss man so sagen. Gerade und insbesondere unsere Mannschaft ist personell nicht mehr mit der zu vergleichen, mit der wir die Spiele bestritten haben im letzten Jahr. Allerdings muss ich schon ehrlicherweise sagen, dass ich diese Spiele nicht ganz wegdrücken kann, emotional, weil es waren beides sehr, sehr, sehr bittere Tage für uns. Und Mainz hat uns zweimal extrem wehgetan. Und ich glaube, dass alle, die dabei waren und die jetzt noch hier sind, das auch noch wissen. Das 0-5 hier im Stadion zu Hause war vielleicht die schlimmste Halbzeit fußballerisch, die ich hier erlebt habe. In Mainz sind wir letztes Jahr fast abgestiegen. Gefühlt war das ein Moment, wo wir eigentlich weg waren. Und deshalb ist es schon so, dass das für mich noch eine Rolle spielt. Auf jeden Fall, weil die Spiele haben wehgetan. Und es wäre schön, wenn sich das jetzt mal drehen würde, weil die Ausgangslage vor diesem Spiel ist natürlich schon so, dass beide Mannschaften insgesamt in den letzten Wochen keine gute Phase hatten. Wir waren, glaube ich, bleibe ich dabei, von unserer Leistung her relativ stabil mit den Problemen, die wir benannt haben. Chancen kreieren im letzten Drittel, leider den einen oder anderen individuellen Fehler zu viel, um dann Punkte zu sammeln gegen die Top-Teams. Aber wir waren gegen jede Mannschaft außer Leipzig eigentlich dran, auch zu punkten. Wir haben halt anders. Oder wir haben in diesem Spiel halt auch eine Menge zu gewinnen, weil wir sehen schon auch die Tabelle und wenn wir in diesem Spiel unsere Punkte holen, dann haben wir den Abstand auf die Plätze, wo wir nicht hinwollen und bei unserem Saisonziel, sicher in der Liga zu bleiben, schon um ein sehr großes Stück vergrößert. Mainz kann uns nicht kriegen in dem Spiel, egal was passiert, auch das wissen wir. Aber wir wissen natürlich, dass Mainz ein absolutes Kampfspiel bieten wird, weil für sie steht auch gerade im Hinblick auf die möglichen Gegner, die dann für sie kommen im Januar, glaube ich, schon sehr, sehr viel auf dem Spiel. So sehe ich die Ausgangslage und deshalb wird es ein sehr, sehr spannendes Spiel am Samstag. Jetzt ist es ja so, dass ihr nach wie vor große Probleme in der Offensive habt, euch gestandene Kräfte ausfallen. Immer wieder auch die Forderung, auch ans eigene Team zu sagen, wir müssen das auch so lösen. Andererseits ist das ja nicht wegzudiskutieren. Wie geht man damit um, dass es eben im Augenblick gerade im vorderen Bereich ziemlich mau aussieht und Sargent ja so der einzige Stürmer ist, der im Augenblick wirklich richtig fit ist? Ja, genau so. Es realistisch betrachten, es nicht wegdiskutieren. Natürlich fehlen uns unsere drei gestandesten, so glaube ich, Bundesliga-Stürmer, ohne Frage, die insbesondere was Fülle angeht, über seine Torquote, was über seine Fähigkeiten, die für uns im Kader weitestgehend einzigartig sind mit seinem Tempo-Dribbling und seiner trotzdem Torgefahr bei Milot, dieses eklige im Strafraum Dasein, wie Davies dieses Jahr ja auch schon zweimal gezeigt hat, Beispiel das Tor gegen Hertha oder das Tor gegen Stuttgart. Natürlich geht uns das ab, aber es ist auch immer eine Chance für andere. Das ist eine Phrase, das weiß ich, aber es ist so und ich werde als Trainer auf gar keinen Fall in die Situation verfallen, dass ich jetzt ganz viel über die rede, die nicht da sind, weil das kann ich nicht ändern. Wir sind gemeinsam in der Verlosung sozusagen da drin, Lösungen zu finden und die Lösungen haben die letzten Wochen im letzten Drittel nicht funktioniert.
natürlich auch gegen eine sehr hohe Qualität, das sollte man nicht vergessen, gegen die wir da gespielt haben. Aber wir werden eine gute Mischung finden müssen zwischen Tiefe im nächsten Spiel, zwischen Strafraumpräsenz und auch Spieler zu haben, die vielleicht ja auch den Zwischenraum bedrohen können. Und da haben wir schon noch Spielertypen für. Und die Jungen werden an dieser Phase wachsen. Nick Woltemade wird daran wachsen. Und Romano Schmid wird daran wachsen. Auch Josh wird daran wachsen, weil er spielt jetzt nicht mehr mit den anderen, sondern er ist der, wie du ja richtig sagst, derjenige, auf den sich jetzt alle fokussieren vorne. Und das ist nochmal eine andere Rolle, als wenn du neben Niklas spielst oder neben Milot spielst. Und sie werden daran wachsen. Für ihre Entwicklung wird das sehr gut sein. Entscheidend ist aber, dass wir jetzt für das nächste Spiel es so hinbekommen, dass wir das erfolgreich gestalten mit Toren. Und das ist ganz klar eine Herausforderung. Aber wie gesagt, wenn wir da gut durchkommen, war die Phase für viele sehr viel wert. Ihr hattet jetzt zuletzt andere Kaliber vor der Brust mit Leipzig und mit Dortmund, zwei Champions League Teams. Da habt ihr deutlich defensiver agieren müssen und auch agiert. Muss man das in Mainz grundsätzlich jetzt anders machen, um direkt auf Sieg zu spielen oder wieder aus personellen Gründen eher verhalten das Ganze an? Also verhalten habe ich uns nicht gesehen. Es ist zwangsläufig so, dass du gegen diese Top-Teams Phasen hast, wo du etwas tiefer dann kommst. Das ist so. Also ich sag mal, der ganz klare Plan war es gegen Bayern, um mal vielleicht das Top-Team zu nehmen, weil wir da große Chancen im Konter gesehen haben. Ähnlich hat es sich in Frankfurt damals gestaltet. Ich glaube, gerade gegen Dortmund jetzt war es auch, was den Ballbesitz anging, ein weitestgehend ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, 47-53 oder sowas gegen uns. Und gegen Leipzig war es dann ab einem gewissen Punkt die Klasse des Gegners, die uns dazu gezwungen hat. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass Mainz eine sehr konterstarke Mannschaft ist. Und ich sag mal so, mental müssen wir absolut offenes Visier spielen. Wer zögerlich ist, wer zuckt, der wird keine Chance haben in diesem Spiel. Aber taktisch kann man auch mal aus dem Dickicht kommen. Kofeld, ich würde den Ball nochmal aufnehmen, den Sie eben so zugespielt haben. Taktisch kann man aus dem Dickicht kommen. Es ist ja so, dass Sie die letzten Spiele mit einer klaren Dreierkette gespielt haben, die eigentlich dann eine Fünferkette ist, weil hinten auch drei Innenverteidiger spielen. Man hat eben keinen Vogt mehr, der sich immer so ins Mittelfeld einschaltet. Die Mainzer machen es derzeit ähnlich. Drei klare Innenverteidiger gegen den Ball, immer Fünferkette. Folge ist ja, dass man aber weniger Anspielstationen vorne hat und mitunter Räume auch nicht besetzt hat. Das ist in Mainz offenkundig, ich fand aus der Fernbeobachtung auch jetzt bei den letzten Spielen in Bremen so ein bisschen das Problem. Erwägen Sie vielleicht davon mal wieder abzukehren, zu Ihrem alten 4-3-3 zurückzukehren, um einfach offensiv auch mehr Anspielstationen einfach zu haben? Eine berechtigte Frage. Es ist natürlich also wirklich ein tiefes taktisches Thema. Wir haben, würde ich aber, um es ganz seriös zu beantworten, Ihnen in einem Punkt widersprechen. Ich finde, wir haben keine Fünferketten gespielt. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu Mainz. Wir sind schon auch gegen Viererketten sehr mutig durchgeschoben. Auch jetzt im Übrigen gegen Dortmund, wo wir auf beiden Seiten immer wieder mit dem äußeren Mittelfeldspieler den Viererkettenspieler angelaufen haben. Wir haben gegen Stuttgart ein 4-2-3-1 gespielt, um da gegen den Ball, um sehr, sehr hoch zu pressen, was auch sehr gut funktioniert hat. Also ich würde uns da schon als sehr variabel bezeichnen, was die Pressinghöhen angeht. Ich glaube, da sind wir schwer auszurechnen in diesem Jahr. Wir hatten Spiele, wo wir es tief angelegt haben, aber wir hatten auch in der Überzahl Spiele, wo wir zumindest viele Phasen hatten, wo wir hoch angelaufen sind. Was das Offensive angeht, ja und nein. Die Frage gegen eine Dreierkette, wenn Mainz sie spielt, vielleicht ändern sie ja auch was. Man kann die breit binden, vielleicht. Vielleicht lassen sie sich breit binden mit drei Stürmern. Das könnte man auch aus dem 3-4-3 spielen im Übrigen. Dann würde man natürlich ein bisschen Zentrum aufgeben. Aber man muss halt auch sagen, dass sich das, was wir grundsätzlich als großen Vorteil in unserem Kader sehen und auch immer noch sehen, wenn alle da sind, nämlich verschiedene Spielertypen zu haben im vorderen Bereich, sich momentan aufgrund der verletzten Situation natürlich auch ein bisschen einschränkt. Demnach ist das eine, was würde am besten auf den Gegner passen, und das andere natürlich auch, was passt gut auf uns.
Und da haben wir jetzt mit Kevin Möwald mit Sicherheit eine spielerische Alternative im Mittelfeld, die gerade in der ersten Halbzeit gegen Dortmund gezeigt hat, dass wir da auch wieder Räume angespielt haben, wo wir gerne Fußball spielen eigentlich. Und dementsprechend würde ich abschließend ein klares Jein in den Raum werfen. Es kann eine Dreierkette sein, es kann eine Viererkette sein. Egal in welchem System kann man offensiven Fußball spielen. Florian, ich habe mal eine Frage bitte zu einer Statistik, die auffällt. Die zweite Halbzeitstatistik. Da springt einem förmlich an, dass ihr in bisher keiner zweiten Halbzeit euer Halbzeitergebnis verbessern konntet. Ihr habt zwar 3 Punkte gegenüber dem Halbzeitergebnis verloren, aber nicht einmal euren Spielstand tatsächlich oder euren Zwischenstand tatsächlich verbessert. Ist das eine Frage der Fitness oder wo liegen da die Gründe? Wahnsinnig, also ja, höre ich das erste Mal, diese Statistik. An der Fitness liegt es ganz sicher nicht. Also vollkommen ausgeschlossen, auch was die Daten angeht. Wir sind extrem fit und konnten bis auf Leipzig eigentlich in jedem Spiel dem Gegner mindestens Paroli bieten, wenn nicht sogar ihnen in der zweiten Halbzeit noch was zusetzen. Also das kann ich ausschließen. Ja, ansonsten, ich denke mal drüber nach. Also vielleicht muss ich was anderes sagen in der Halbzeit. Das ist für mich nicht wirklich so richtig greifbar, muss ich sagen. Jo, ich würde die Frage mal zweigeteilt stellen. Zum einen, gibt es irgendwelche personellen Veränderungen, was den Spieltagskader betrifft? Fällt jemand aus? Kehrt noch jemand zurück, überraschenderweise? Und dann konntet ihr irgendwie die Tage nutzen, um mit der Mannschaft diese jüngsten 3 Elfmeter mal anzusprechen und zu thematisieren? Und kann man das überhaupt im Gespräch oder durch Videoschulung machen, diese Art von Elfmetern irgendwie auszutreiben? Ja, also personell hat sich nichts verändert. Alle, die am Dienstag dabei waren, sind gesund. Alle, die am Dienstag noch nicht dabei waren, werden nicht gegen Mainz zurückkehren. So mit dem ersten Teil der Frage. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt im Kopf immer noch bei der Frage von Carsten, weil ich nach einem Grund suche. Aber ich, es tut mir leid, ich habe wirklich keinen. Also Fitness kann ich ausschließen, aber lass mich erst die von JJ zu Ende beantworten und dann, jetzt habe ich die auch vergessen. Mal was los mit mir. Was war die zweite Teil der Frage? Bei Elfmeter. Elfmeter, ja, habe ich. Ja, haben wir. Also wir haben mit allen sowieso gesprochen, die die Elfmeter auch verursacht haben, mit Thais gesprochen nach dem Stuttgart-Spiel, wo es ein bisschen Thema Cleverness war, vielleicht auch Aufmerksamkeit davor. Wir haben mit Ludde gesprochen nach dem Elfmeter, den ich als maximal unglücklich nach wie vor bezeichnen würde. Ich weiß, er ist regelkonform, aber war auch schwer. Also das haben wir thematisiert. Mit Pavlas habe ich lange gesprochen, ja, auf jeden Fall, weil er hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und da war es wirklich dieses Thema, diese Folgereaktion, den einen Ball nicht festzuhalten und dann unbedingt das wieder gut machen zu wollen. Und da braucht es ein bisschen mehr Coolness dann in solchen Situationen, das haben wir schon thematisiert. Aber es ist jetzt auch anschließend an die Frage, die wir vom Dienstagabend hatten, es ist jetzt kein Muster zu erkennen, dass es immer wieder dieselben Sachen sind, die zu sowas führen. Und dementsprechend haben wir so aufgearbeitet, wie man es, glaube ich, auch aufarbeiten muss, nämlich im Einzelfall besprochen. Aber natürlich mit jedem thematisiert, weil das kostet Punkte, das darf nicht so stehen bleiben. Das dazu. Dann würde ich Carsten Sander kurz dazwischen schieben nochmal. Ja, weil die zweite Halbzeitstatistik nicht neu ist. Ihr wart doch in der vergangenen Saison letzter in dieser Wertung. Das heißt, ihr habt, nimmt man nur die Tore in der zweiten Halbzeit, die wenigsten Punkte aller Clubs geholt in der vergangenen Saison. In dieser Saison deutet sich das wieder an, da seid ihr vorletzter, vor Mainz noch. Also irgendein Grund, irgendein... Vor Mainz, Saison, ja, das ist doch gut. Vor Mainz, hast du gesagt? Ja. Ja, top. Dann mache ich mir ab nächste Woche Gedanken darüber. Ja, ich bin das eben im Kopf wirklich durchgegangen. Also, erster Spieltag, ja, aber da lagen wir in der Halbzeit schon zurück, richtig? Gegen Hertha? Ja, richtig. Schalke geführt, Tor noch gemacht, zweite Halbzeit, Füllkrug. Bielefeld, souverän das 1-0 gehalten, also kein Problem. Freiburg 1-1, ist so geblieben, richtig?
Dann fünfter Spieltag war Hoffenheim zu Hause. Genau wie Freiburg auch. 1-1, so. Dann, was kam dann? Frankfurt 0-0, 1-1. Top. Auch nicht verbessert. Noch kein Problem zu sehen. Köln 0-0, 1-1. Immer noch kein Problem. Genau, Bayern 1-0, 1-1, 2 Punkte verloren. Ah. Wolfsburg 2-3, 3-5. Kein Problem. Also schon ein Problem, aber kein Halbzeitproblem. Ja, Stuttgart 0-1, 1-2 verloren. Ja. Leipzig 0-2, 0-2 und jetzt Dortmund 1-1, 1-2. Also nicht einmal in der zweiten Halbzeit mal eine Verbesserung hergestellt. Ich erlaube mir es noch nicht als Trend zu sehen, aufgrund der Aufzählung gerade. Das habe ich jetzt leider akustisch nicht verstanden. Ich sagte, aufgrund des, der gemeinsamen Aufarbeitung der Situation erlaube ich mir es so zu bewerten, dass es noch kein Trend ist.